hast einen Drachen für mich gebaut. Was denn das für ein Drache? Hast du ihn dir auch angeschaut, dass ich nicht lache? Das soll ein Drachen sein, mein Kind. Zu diesem Punkt hier nur so viel. Drachen fliegen hoch am Wind. Das fliegt höchstens auf den Müll. Du hast einen Drachen für mich gebaut. Ich seh bloß keinen. Diese Papier-Orangenhaut kannst du nicht meinen. Ach, das da soll die Nase sein. Ich dachte schon, das ist der Bauch. Ja, ja, du hast ihn ganz allein gemacht. Ich find, das sieht man auch. Zwei krumme Stöcker und ein Blatt. Starr vor Bastelkleber. Die größeren Aufstiegschancen hat ein Wagenheber. Okay, mein Freund, mach dich bereit. Ich hab eine Idee, nach der der Schrott da förmlich schreit. So wie ich die Sache seh, kriegen wir den schon in die Luft. Hast du mal Feuer? Hörst du den Wind? Von ferne ruft das Abenteuer. Nach unserem Drachen bald steigt er zum blauen Himmel auf. Zum Schluss sehen wir ihn gar nicht mehr. Da freue ich mich schon drauf. Du hast einen Drachen für mich gebaut. So gut zu brennen, hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Jetzt hör auf zu flennen. Heißt's nicht, dass Kinder Freude schenken? Also bitte ich dich, beim nächsten Schenken dran zu denken, nie mehr Murks an mich. CNC-Heißdrahtschneide präzise ausgeschnitten. Und die Ruderanlenkung sind. Jetzt ja alles zugeklebt, aber daran kannst du jetzt nicht mehr liegen, eigentlich. Und jetzt? Thank you.
Ahnung. Ja, das wird voll. Messer macht ja komplett. Der Position jetzt stimmt es irgendwie nicht. Also Landung? Ja, aber. Ja, einen habe ich ja noch hier. Geht eigentlich, ne? Ich steuere halt nicht dagegen. Komm.